Vielen Dank, Herr Kollege Schenk. Von der Zeit her war das eine Punktlandung. Als nächstes Frau Goldbach. Von der Zeit her war es eine Punktlandung. Nee, also ich kann die Zeit ja noch einmal nutzen. Ich bitte auch die parlamentarischen Geschäftsführer, nicht so laut sich zu unterhalten. Es war eben da hinten ein solcher Krach gewesen. Das stört. Also ich war das ja auch mal gewesen früher. Da sind wir rausgegangen und haben das gemacht. Und ich glaube, das wäre ganz klug, es auch wieder so neu zu machen. Du warst nicht dabei, aber zwei andere. Frau Goldbach, Sie haben das Wort. Danke schön, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst einmal auf den Kollegen Müller eingehen. Sie setzen sich ja gerne mit mir auseinander. Ich antworte Ihnen auch immer gerne. Sie haben gesagt, man sollte erst einmal dafür sorgen, dass wieder Sport möglich ist. Die Sportministerkonferenz hat am 28. April getagt und hat ihre Beschlüsse auch veröffentlicht. Also kann jeder im Internet runterladen und lesen. Die Sportministerkonferenz hält eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs wie folgt für angemessen. Und da sind alle Punkte auch angesprochen, von denen Sie eben auch redeten. Also Breiten- und Freizeitsport wird in einem ersten Schritt wieder erlaubt, wenn die Sportangebote an der frischen Luft, im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen stattfinden. Dann geht es darum, die Landessportbünde und die Landesfachbünde sollen die Sportvereine unterstützen, wie ein sportartspezifisches Training unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder möglich ist und umgesetzt werden kann. Trainingsbetrieb im Leistungssport, der wurde die ganze Zeit zum Teil weitergeführt, soll aber weiterhin unterstützt werden und ermöglicht und erweitert. Wettkampfbetrieb, der soll sukzessive wieder aufgenommen werden, Sonderfall Berufssport, Geisterspiele. Die Sportministerkonferenz hält auch hier die Fortsetzung des Spielbetriebs und die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens für die dort startberechtigten 36 Vereine für vertretbar. So, das heißt, wir haben in allen Bereichen einen Plan. Dieser Plan ist veröffentlicht. Das kann man lesen. Und ich würde sagen, hätten Sie Ihre Rede vor zwei Wochen gehalten, wäre es ja richtig gewesen, aber so einfach knapp daneben und ein bisschen spät. Die Umsetzung erfolgt jetzt durch die Minister der Länder, die zuständigen Sportminister. Wir haben außerdem gehört eben von Kollege Schaus, und darauf würde ich auch ganz gerne kurz eingehen. Sie haben beschrieben, welche Einnahmen den Vereinen entgehen, und haben feste Veranstaltungen, Verkauf und so weiter beschrieben. Das ist ja alles wirtschaftlicher Betrieb. Und wir haben ausdrücklich in diesen Forderungen, in diesem Programm eine Förderung des ideellen Bereichs. Das heißt, es ist der eigentliche Vereinszweck. Die Einnahmen dazu sind eben die Mitgliedsbeiträge und die Spenden dazu. Wenn ein Verein ein Fest ausrichtet, Würstchen und Fanta verkauft, dann ist das wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Die Vereine, die beides haben, neben dem ideellen Bereich auch einen wirtschaftlichen Betrieb, können, und das ist ein großer Vorteil dieses Programms, auch für diesen Bereich parallel bei den Soforthilfemaßnahmen des Wirtschaftsministeriums Wirtschaftshilfen beantragen. Also das geht beides zusammen. Mir ist es wichtig, noch einmal zu betonen, wie wichtig dieses Vereinsleben und das Ehrenamt hier in Hessen sind. Denn das gesamte gesellschaftliche Leben vor Ort wird eigentlich von Vereinen getragen und organisiert. Beispiel: Man kann im Verein tanzen, tauchen, fliegen, schießen, flöten, singen, malen, wandern, rudern, radeln, Mistkästen bauen oder Leibesübungen absolvieren. Und neben all diesen Dingen widmen sich jetzt in der Corona-Krise die Menschen in den Vereinen nicht nur ihrem eigentlichen Vereinszweck, sondern sie organisieren die Nachbarschaftshilfe, versorgen ältere Menschen mit Lebensmitteln. Sie organisieren Lieferungen von warmen Mahlzeiten einmal pro Tag. Ganz viele Landfrauenvereine, in denen übrigens auch Männer sind und mitmachen, nähen jetzt Mund- und Nasenmasken. Bei uns versorgen sie sogar Mitarbeiter des Krankenhauses. Das sind ausdrücklich keine medizinischen Masken, die sind für andere Bereiche, aber zum Beispiel für die Reinigungskräfte. Also, das ist ein unglaubliches Engagement, was da im Moment stattfindet. Und ich möchte mal beim ländlichen Raum bleiben, weil da komme ich her. Bei uns haben die Vereine noch mal, glaube ich, noch mal eine zusätzliche Bedeutung, nämlich im Bereich Kunst und Kultur. Wir haben ein kleines Museum und wir haben einen Verein. Die organisieren dort alles. Die Öffnungszeiten betreuen die Besucher, kümmern sich um die Ausstellung. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden.
und diese Kosten laufen weiter. Und dieser Verein wird sich sehr über die Hilfe freuen. Wir haben Kulturvereine, die organisieren Konzerte. Die bauen selber Ton- und Lichttechnik auf, die drucken die Flyer, und dann sitzen sie noch da und verkaufen die Eintrittskarten und rechnen das Ganze ab. Wir haben einen Verein zur Förderung der Pfingstmusiktage. Das ist ein wunderbares Musikfestival mit ganz tollen Künstlerinnen und Künstlern, die zu uns kommen. Das ist zum ersten Mal in 50 Jahren jetzt abgesagt. Die ganzen Vorbereitungskosten hängen trotzdem beim Verein. Auch dieser Verein wird sich sehr freuen, dass er zumindest eine Hilfe vom Land Hessen bekommt. Wir haben einen Trachtenverein, auch eine tolle Sache. Dieser Trachtenverein bewahrt das Brauchtum. Und dieser Verein trägt sehr dazu bei, dass unsere Kultur und Identität weitergetragen wird und an kommende Generationen weitergegeben wird. Und dieser Verein, die dürfen jetzt nicht tanzen, die dürfen sich nicht treffen, die machen ganz viel im Austausch mit anderen Ländern. Also ein Großteil ihrer Arbeit ist eben nach Slowenien, nach Ungarn, nach Frankreich, nach Italien zu reisen. Und es gibt dort einen regen Austausch. Und dieser Austausch über die Vereine zwischen verschiedenen Ländern ist ein ungeheuer wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung und trägt dazu bei, dass die Toleranz und das Verständnis für andere Kulturen und Menschen immer weiter steigt und eine Selbstverständlichkeit wird. Und auch diese Vereine können das jetzt alles nicht machen. Das ist dramatisch. Wir haben auch witzige Sachen. Ein Backhausverein, da geht es darum, das Brotbacken im Ofen weiterzutragen, diese Kunst. Wir haben die Schnapsdrosseln Wernges. Es gibt den OWDBK, Original Walleröder Dicke Backekapelle. Also, es ist ein unglaubliches Angebot, was die Vereine haben und bieten und wo man sich engagieren kann. Und gerade auf dem Land tragen sie Kunst und Kultur. Dort haben wir wenige professionelle Angebote, sondern alle diese Vereine tragen alle Angebote in Sachen Kunst und Kultur. Und das ist ungeheuer wichtig. Und deswegen müssen wir diese Vereine jetzt unterstützen mit bis zu 10.000 € pro Verein. Ich möchte noch auf einen anderen Bereich eingehen, der ungeheuer wichtig ist und im Vereinswesen, vom Vereinswesen von Ehrenamtlern getragen wird, nämlich Natur- und Umweltschutz. Die Umweltverbände kümmern sich immer um den Arten- und Biotopschutz vor Ort, sind mit ihrem Fachwissen auch immer gefragte Ratgeber zu allen Fragen des Natur- und Umweltschutzes und in Planfeststellungsverfahren. Diese ehrenamtlichen Mitglieder engagieren sich für die Artenvielfalt, für den Schutz intakter Lebensräume, für gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und den schonenden Umgang mit unseren endlichen Ressourcen. Auch diese Vereine können jetzt in Liquiditätsengpässe kommen und brauchen deswegen unsere Unterstützung. Ich fasse noch einmal zusammen. Es ist richtig, dass das Land Hessen den Vereinen hilft, die pandemiebedingt in existenzbedrohende Liquiditätsengpässe kommen. Es werden pro Verein bis zu 10.000 € gezahlt. Und wenn ein Verein neben dem ideellen einen wirtschaftlichen Betrieb unterhält, kann dort zusätzlich auch noch eine Wirtschaftshilfe beantragt werden. Es können natürlich nicht alle Verluste aller Vereine ersetzt werden. Wir haben 41.000 Vereine in Hessen. Aber es ist doch ein erster und wichtiger Schritt. Und ich glaube, wir sollten heute nicht anfangen, eben kam ja hier von Vorrednern auch dieses, es reicht nicht, es reicht nicht. Natürlich, es reicht an keiner Ecke. Aber das Land Hessen, wir mit unserem Landeshaushalt, können doch gar nicht alle wirtschaftlichen Schäden ersetzen, die im Moment durch die Pandemie entstehen. Aber wir versuchen, so gut wie möglich allen zu helfen. Die Vereine, die Vereine sind ungeheuer wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben und für das Kulturangebot auf dem Land. Und deswegen freue ich mich über diese Möglichkeit der Hilfen für unsere Vereine. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Herr Rudolph, für die Fraktion der SPD, der vereinspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion oder auch parlamentarische Geschäftsführer. Ich möchte die Pause füllen, deshalb. Ja, genau so, Günther, du hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bauer, ich weiß gar nicht, warum Sie so schlechte Laune haben. Das ist doch Ihr Setzpunkt. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das könnte natürlich eine Begründung sein. Ich will aber zu Beginn etwas sagen. Es ist schon bemerkenswert, dass selbst bei diesem Tagesordnungspunkt die AfD es wieder schafft, Ausländer, Asylbewerber in einen Kontext zu bringen.
der nicht nur völlig unangemessen, das ist zum Teil auch blanke Hetze. Und ich finde, das sollten wir den Damen und Herren dieser rechten Gruppierung an der Stelle auch nicht durchgehen lassen. Wahrscheinlich haben Sie mit dem Spargelhelfer aus Rumänien auch noch Probleme, es sei denn, Sie mögen Spargel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag ist zunächst ja, klingt ja, wenn Sie sich hier Absätze 1 und 2, ja nicht alle haben das gleich verstanden, Herr Bauer, aber Sie schon, freut mich. Meine Damen und Herren, die Absätze 1 und 2 dieses Antrages sind so wohlwollend formuliert, hätten wir auch so schreiben können. Deswegen kann man dem auch zustimmen. Beim Absatz 3, das war ein offenes Lob. Versteck geht anders. Der Absatz 3, meine Damen und Herren, da hätte ich mir gewünscht, wir bedanken uns bei uns allen selber, diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Hessischen Landtag nämlich die 8,5 Milliarden € zur Verfügung gestellt hat, um die Auswirkungen von Corona zu mildern und abzulindern. Es waren nämlich wir im Landtag, die dieses Programm beschlossen hat, was die Landesregierung in die Lage versetzt, solche Programme aufzulegen. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, meine Damen und Herren von der Koalition, ist an der einen oder anderen Stelle. Nein, ernsthaft, weil das ist natürlich Aufgabe einer Exekutive, das danach zu administrieren, das können die Fraktionen nicht. Aber wir haben unseren Beitrag geleistet. Hätte man noch in die Ziffer 3 reinschreiben können, dann hätten wir sogar zugestimmt. So wollten Sie unsere Zustimmung nicht. So kriegen Sie sie auch nicht an der Stelle. Meine Damen und Herren, so einfach ist das. Ich könnte jetzt ein bisschen etwas erzählen über ehrenamtliche Tätigkeit in meinem Wahlkreis. Ich habe allein über 220 freiwillige Feuerwehren. Und da könnte ich Ihnen auch sagen, dass z. B. die Feuerwehrvereine, die es gibt, neben den Einsatzabteilungen, das wäre jetzt was für Fachleute allerdings, meine Damen und Herren, erzählen, dass die Feuerwehrvereine z. B. bei der Anschaffung von Mannschaftsbussen ordentliche Beträge zur Verfügung stellen, für die normalerweise die Gemeinde zuständig wäre. Wie finanzieren sie sich auch durch Durchführung von dem einen oder anderen Fest, was zurzeit nicht stattfinden kann? Ich könnte über Musikvereine reden, die den Dirigenten nicht bezahlen können, weil sie keine Einnahmen ist. Und die Dirigenten sind oft bei 3, 4 Musikvereinen tätig, machen vielleicht noch ein paar Honorarstunden an der Musikschule. Denen fallen die Einnahmen weg. Dann sind wir bei dem Thema Dirigent, Solo, Selbstständiger. Was passiert mit denen? Auch das ist Teil des Ehrenamtes, weil ohne einen vernünftigen Dirigenten kriege ich kein vernünftiges Sangesgut und Gesangvereine hin. Und deswegen beim Thema Solo, Selbstständige haben wir Nachholbedarf. Ich will das ausdrücklich begreifen, und da reicht mir der Hinweis des Wirtschaftsministers, das muss mit Berlin abgestimmt sein. Auch das Land Hessen kann etwas für Solo-Selbstständige selbstständig, unabhängig vom Bund tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil dann stärke ich gerade das Ehrenamt im musischen Bereich, was, glaube ich, dringend notwendig ist. Ich will erzählen, dass ich angesprochen wurde, es gibt Amateurtheater in Hessen, auch über 200. Die sind in aller Regel nicht so strukturiert, dass sie gemeinnützig sind. Was passiert mit solchen Einrichtungen? Ja, Beispiele kann wahrscheinlich, können viele aus ihren Wahlkreisen sagen. Und wir merken jetzt in der Krise erst, welcher Kitt die Gesellschaft zusammenhält. Das sind in der Tat die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen und Verbänden. Nicht immer nur im organisierten Sport, sondern in vielen, vielen Bereichen. Und deswegen, klar, finde ich, ist es gut, Aufgabe des Staates, der Verantwortlichen, Hilfestellungen zu geben. Das wird nicht alle retten können, das muss uns bewusst sein, aber es geht etwas verloren. Und deswegen Aufgabe, was kann man stabilisieren? Ich finde, das muss möglichst unbürokratisch an der Stelle geschehen. Das wird man sehen in der Abwicklung. Deswegen, ich darf Sie nicht nur loben, ein kleiner Hinweis, weil ich mir die Unterlagen mal angeschaut habe. In den Unterlagen, ja, es hört sich so an, deswegen muss ich es ja auch so formulieren, dass es auch Sie merken, Herr Müller. Also, in den Unterlagen des Ministeriums, Innenministeriums zu den Förderanträgen steht unter der Ziffer 8.8, Vereine müssen sich bereit erklären, das Bankgeheimnis aufzugeben. Machen wir das bei allen Förderanträgen, auch wenn Unternehmen im Wirtschaftsbereich Anträge stellen? Weil ich finde, das geht dann an der Stelle nicht, dass Vereine praktisch alles offenlegen müssen, und andere in anderen Bereichen der Landesregierung kriegen dann ohne große Nachweise dann die entsprechenden Zuschüsse überwiesen. Also ich finde, man kann Ehrenamt mit Bürokratie auch einschränken. Deswegen, ich will die Frage zumindest thematisieren, weil ein kleiner Verein, der 2.000 oder 3.000 € bekommt, wenn der Nachweise dann liefern muss und das so bürokratisch ist, dann ist das eher kontraproduktiv. Aber vielleicht kann man das an der einen oder anderen Stelle auch noch einmal überarbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil das ist ein generelles Thema Ehrenamt und Bürokratie. Das war zwar gerne in Sonntagsreden sagen, das darf nicht sein, aber jeder kennt einen Verein, der sagt,
wir hätten gerne ein paar Probleme weniger mit dem Finanzamt. Also, im Ergebnis, ja, Vereine brauchen Unterstützung, Vereine sind wichtig. Aber natürlich darf an der einen oder anderen Stelle, nachdem die ersten Wochen da sind, auch nachgebessert werden. Ich finde das auch nichts Schlimmes. Ich finde, da müssen CDU und Grüne auch nicht permanent beleidigt sein, wenn aus der Opposition der ein oder andere kritische Hinweis kommt. Ich finde, das widerspricht sich gar nicht. Weil es ist ja schön, wenn ich eben höre, die Sportministerkonferenz hat irgendwas beschlossen. Selbst eine Sportministerkonferenz kann irren. Selbst eine Sportministerkonferenz kann irren. Und was wir jetzt leben nach den 7 Wochen Corona, ist doch, dass wir einen Flickenteppich in der Bundesrepublik haben. Wir haben 16 Bundesländer. Mal fängt der Landkreis Saarland an, dann kommt Schleswig-Holstein, dann kommt Niedersachsen, dann kommt Bayern. Der Herr Söder übrigens, der sich mokiert, man soll nicht vorbrechen, hat auch die ersten Wochen das im Alleingang permanent gemacht. Also ausgerechnet der Herr Söder mokiert sich, man darf nicht vorbrechen. Das finde ich auch bemerkenswert. Wie bitte? Ja, euren geehrten Bruder da in der Unionskoalition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Und deswegen, ja, wir müssen auch wieder ehrenamtliche Tätigkeit ermöglichen. Das gilt nicht nur für den Sport, das gilt für den Naturschutz, den Umweltbereich, das gilt für alle ehrenamtlichen Bereiche. Wir haben eben gehört, diejenigen Organisationen, die ehrenamtlich Frauenhäuser betreuen und unterstützen. Es gilt für die gesamte Gesellschaft. Wir müssen auch eine Perspektive bieten, weil das merken wir nach 7 Wochen Corona. Und jetzt lasse ich mal weg mit den unterschiedlichen Bewertungen, ob das zu schnell ist. Die einen sagen, es war alles perfekt. Eine Truppe rechts sagt, das war alles Murks. Ich beglückwünsche sowieso und beneide sogar die, die immer alles besser wissen. Das ist ja dann auch ein Teil, der bemerkenswert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir Perspektiven bieten. Und deswegen muss ehrenamtliche Tätigkeit auch wieder möglich sein. Und dass wir deswegen ein paar wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern für Vereine, finde ich in Ordnung. Vielleicht sollte man auch über den Teil reden, gemeinnützige Vereine dürfen ja keine Rücklagen haben. Na ja, ein paar Euro Rücklagen brauchen Vereine. Auch wenn sie einen Übungsleiter bezahlen wollen, müssen sie schon ein bisschen was in der Kasse haben. Das kann ich nicht an Null setzen. Also da an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachzuarbeiten, halte ich auch nicht für verkehrt und widerspricht auch nicht dem, was wir gemeinsam beschlossen haben. Der Hessische Landtag hat Geld zur Verfügung gestellt, um Ehrenamt weiterhin zu ermöglichen, weil das können wir nachher nicht mit hauptamtlichen Kräften leisten. Das kann weder das Land noch keine Kommune kann jeweils das mit hauptamtlichen Kräften leisten, das, was ehrenamtliches Engagement in der Lage ist. Und deswegen muss unser Impuls dahin gehen, dieses Ehrenamt weiter zu ermöglichen. Das Land gibt eine Hilfestellung, das ist gut. Das soll unbürokratisch sein, das muss die Praxis zeigen. Aber wie ich den Innenminister kenne, wird er gleich die Zahlen vortragen und wird auch sagen, dass alles gut ist. Wenn das so ist, sei es so, dann nehmen wir das erfreut zur Kenntnis. Man muss auch gönnen können. Und wenn das nicht so ist, kann man auch mal Hinweise aufgreifen, wie man das noch verbessern kann. Die Demokratie lebt von Ehrenamt. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Und dass dieser Landtag Geld dafür bereitgestellt hat, dass die Regierung solche Programme auflegen kann, finde ich gut, kann man erwähnen. Wenn es nicht im Antrag ist, mache ich es hier vom Pult aus. Vielen Dank. Wir bedanken uns und geben dem Innenminister das Wort, der ja schon angekündigt worden ist, vom Kollegen Rudolph. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alles geschehen noch Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Kollege Rudolph, bedanke mich sehr herzlich, weil Sie gesagt haben, Sie wollten uns nicht nur loben. Haben Sie ja eingestanden, dass Sie uns auch gelobt haben. Dafür möchte ich mich wirklich sehr herzlich bedanken. Ja, in der Tat haben wir eine der größten Herausforderungen, das ist bereits betont worden in der Debatte und in der Debatte zuvor bei der Regierungserklärung, und es sind alle Lebensbereiche betroffen. Auch das ist hier in dieser Debatte bereits deutlich geworden. Und das Vereinsleben ist natürlich beeinträchtigt, und zwar an vielen, vielen Stellen, und zwar nicht nur beim Sport, auch wenn ich natürlich als Sportminister hier den besonders im Fokus habe. Es sind eben nicht nur die Sportvereine, es sind die Vereine aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst, die Theater, Kunstvereine, die Orchester, die Chöre. Auch das ist deutlich geworden. Und ich will aber darüber hinaus auch sagen, es sind eben auch die Vereine im sozialen Bereich. Wenn ich an
die Frauenzentren denke, an Jugendhilfeeinrichtungen, an Opferberatungsstellen, wenn ich daran denke, dass wir Hospizdienste und Initiativen haben, wenn wir Vereine für Jugendarbeit oder Vereine für Menschen mit Behinderungen haben. Genauso aus dem Bereich des Soziales wie auch aus dem Umweltbereich. Wenn wir nur daran denken, wie viele Tierheime darauf angewiesen sind, dass ein Vereinsleben im Hintergrund stattfindet, oder wenn ich nur an Naturschutzvereine, an Jugendwaldheime, an Wildparke, an Falknereien, an Tiergärten denke. All diese Bereiche machen unser Leben, und das ist, glaube ich, hier in der Debatte deutlich geworden, unser Leben in unserer Gesellschaft reicher. Und, meine Damen und Herren, unser Anliegen seitens der Landesregierung mit der freundlichen Hilfe des Haushaltsgesetzgebers war unser Anliegen seitens der Landesregierung, dass wir genau denen helfen wollten, die dieses Land zusammenhalten, die diese Gesellschaft zusammenhalten, weil wir wissen, weil wir erkennen, dass natürlich in der momentanen Herausforderung es denen besonders schwerfällt, ihre Arbeit zu leisten, bis hin dazu, dass ihre Arbeit im Grunde fast völlig eingestellt werden musste. Wir wollten dem Rückgrat unserer Gesellschaft, dem Ehrenamt, dem wollten wir eine entsprechende Unterstützung zuteilwerden lassen. Und wir wollten gerade eben denjenigen, die sich zum Wohle aller in unserer Gesellschaft einsetzen, eine Unterstützung zukommen lassen. Meine Damen und Herren, und die Bedrohungen für die Vereine, die Vereinswelt sind ja deutlich geworden. Natürlich ist es das Vereinsleben als solches, was eben im Moment nicht stattfinden kann und was natürlich dann auch auf die Attraktivität eines Vereins eben ausstrahlt. Aber es sind eben auch die vielen Projekte, die in den Vereinen geleistet werden, im Sport oder im Bereich der Umwelt, im Bereich des Sozialen oder auch eben gerade bei Wissenschaft und Kunst. Die Bedrohungen, wenn ich sage, sind vielfältig, dann sind es natürlich die hier auch schon zitierten ausfallenden Dorf- oder Stadtteilfeste, wo der Turnverein oder der Tennisclub, wo der Chor seine Wurst verkauft oder wo er dafür sorgt, dass er sein Vereinsleben entsprechend finanziert, wo wir einen Ausfall von den Aktivitäten der Musik- und Gesangvereine haben, die nicht mehr ihre Konzerte geben können, von den Kunstvereinen, von denen, die Literaturlesungen abhalten, genauso wie die Blasmusik oder die Mundartkomödie bis hin zum Filmworkshop alle sozusagen auf den Weg bringen wollen. Alle die können im Moment nicht das tun, was sie gerne machen wollen. Und das führt dazu, dass sie zum Teil eben in auch wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Ja, und die Kosten laufen trotzdem weiter. Für die Vereinsräume angemietet haben, für die eigene Vereinseime haben, dort müssen von der Versicherung bis hin zum Wasser und zum Gas müssen die entsprechenden Kosten weiterhin bezahlt werden. Und wer in einer solchen Situation ist, von dem wir wissen, dass er diese Gesellschaft zusammenhält, den wollen wir unterstützen. Und es ist ja richtig in der Debatte, ich weiß gar nicht, wer es angesprochen hat, ob Herr Schaus es war oder Günter Rudolph es war, das Thema Rücklagen ist bei uns im Vereinsrecht ja entsprechend gelöst. Also Finanzminister ist halt nun mal so, steuerliche Gesetzgebung ist so, die Vereine dürfen gar keine Rücklagen bilden, jedenfalls die gemeinnützigen, weil das Steuerrecht das so vorsieht. Deswegen können wir ihnen nicht vorhalten, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, und dann müssen wir ihnen auch konkret helfen. Und das wollen wir hier an dieser Stelle tun. Wir lassen die Vereine nicht im Stich. Wir haben uns vorgenommen, dass wir bis zu 10.000 € für die Vereine als Unterstützungsleistung, als Hilfe, und zwar nicht für jeden Verein, Kollege Müller, wenn Sie das eben so bei den Sportvereinen so schön aufgerechnet haben, nicht für jeden Verein, sondern für die, die es wirklich brauchen. Wir wollen ja nicht sozusagen ein allgemeines Vereinsförderprogramm machen, wo wir einfach nur Geld ausschütten, sondern wir wollen denen helfen, die gerade jetzt in dieser besonderen Situation eben in Schwierigkeiten sind. Und da kann es so sein, dass der Tennisclub, ich will das gerade aufgreifen, Herr Kollege Müller, da kann es so sein, dass der Tennisclub in eine schwierige Situation hineinkommt, weil er vielleicht eine Halle unterhält, die er im Moment nicht vermieten kann. Aber es kann auch so sein, dass der Tennisverein, der keine Halle hat, einfach nur ein bisschen später in der Saison sozusagen seine Plätze aufmacht und gar keinen Nachteil hat. Der eine, der muss unterstützt werden, der andere, der braucht keine Unterstützung.
Und so müssen wir das eben auch dann uns anschauen. Meine Damen und Herren, die Vereine haben für ihren Zweckbetrieb, für den wirtschaftlichen Betrieb, haben sie auch die Möglichkeiten, auf Soforthilfen zurückzugreifen. Auch das will ich hier einmal deutlich machen. Es gibt halt eben sozusagen unterschiedliche Bereiche in den Vereinen, die auch unterschiedliche Hilfen erfordern. Das ist zum Teil eine schwierige Abgrenzung, die wir dort vorzunehmen haben. Aber das werden wir tun im Sinne der Vereine, dass sie eben aus den Programmen entsprechend das herausholen können, was sie brauchen, um ihre Probleme in der Krise auch zu lösen. Ich kann das nur sozusagen politisch professionell nachvollziehen, wenn hier herumgenörgelt wird an dem Programm, Herr Kollege Müller. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Das kann ich politisch professionell nachvollziehen. Aber wenn Sie fragen, wieso wir diese Einschränkungen gemacht haben, dann will ich Ihnen sagen, also in den letzten Wochen hatten wir einen Virus. Wir hatten einen Virus in Deutschland und auf diesem Planeten, der dazu geführt hat, dass es entsprechende Freiheitseinschränkungen gegeben hat, um diese Gesellschaft zu schützen, meine Damen und Herren. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum wir überhaupt in der Not sind. Herr Innenminister, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Gerne, gerne. Aber lassen Sie mich den Satz noch zu Ende sagen. Das ist überhaupt der Grund, warum wir sozusagen diese Notprogramme an allen Stellen auflegen. Wir haben den Virus nicht erfunden, er ist gekommen. Er hat uns in einer besonderen Form in unserem Gesundheitssystem und unserer Gesellschaft herausgefordert, und wir mussten darauf Antworten geben. Und wir müssen die Folgeschäden irgendwie sozusagen einigermaßen im Griff behalten. Das ist die Aufgabe, die sich einer Regierung stellt an so einer Stelle. Vielen Dank. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Der Kollege Müller hat das Wort, und ich hoffe. Herr Minister, wenn Sie mir zugehört hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass ich mitbekommen habe, dass es ein Virus gab. Das ist tatsächlich, hat, glaube ich, fast jeder in diesem Lande mitbekommen. Aber die Frage ist, und das habe ich auch eben gefragt, wann geht es denn jetzt los? Das hat mir leider auch die Kollegin von den Grünen nicht beantwortet. Sie hatten mal den 4. Mai zumindest für Sportanlagen im Freien in den Raum gestellt bzw. angekündigt. Wann geht es in den einzelnen Bereichen los, Sportanlagen im Freien, in den Hallen und auch der weitere Sport im Allgemeinen? Wann können wir mit dem Plan, den die Sportminister vereinbart haben, rechnen, dass es auch in Hessen geht, weil alle anderen Länder sind schon unterwegs? Vielen Dank, Herr Innenminister. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich will das gerne aufgreifen. Das steht sozusagen auch noch hier mit auf meinem Zettel. Wenn Sie die Beschlüsse der Sportministerkonferenz genau gelesen haben, dann davon gehe ich aus, dann haben Sie dort gelesen, dass, wenn der Infektionsschutz es zulässt, dann empfehlen die Sportminister frühestens ab dem 4.5., frühestens ab dem 4.5., das heißt, es kann auch ein paar Tage später sein, frühestens ab dem 4.5. den Sportbetrieb wieder aufzunehmen. Das war die Empfehlung der Sportministerkonferenz. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich darauf geeinigt, dass sie den Sport morgen miteinander verhandeln wollen bzw. morgen einen entsprechenden Plan gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Ich kann nicht dafür, dass wir uns solidarisch an andere, an das halten, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz miteinander vereinbaren. Es gibt andere, wie z.B. das Land Rheinland-Pfalz, das sich nicht daran hält, sondern ausschert. Und damit gibt es halt eben die Ungleichheit zwischen Wiesbaden und zwischen Mainz. Und wenn wir schon bei der Frage der Solidarität sind, dann will ich das auch aufgreifen. Also die Frage, wie stehen wir solidarisch als Bundesländer zusammen? Das ist das eine, habe ich mich geradezu geäußert. Das zweite ist, stehen wir auch im Sport solidarisch zusammen? Und da muss ich Ihnen auch sagen, ja, ich finde es richtig, dass die Sportminister gesagt haben, wir behandeln alle Sportarten gleich bei der Frage Wiederaufnahme des Betriebes. Sie müssen sich nur alle an die Regeln halten, die wir als Sportminister festlegen. Ich empfehle Ihnen da die Hygieneregeln und so weiter zur Lektüre. Wir wollten eben keine Differenzierung, so wie es manche Länder gemacht haben, die gesagt haben, Rudern, Segeln, Tennis spielen und Golf spielen. Das geht wieder, aber alles andere geht noch nicht. Ich halte das auch im Interesse, ehrlich gesagt, des Sports nicht für richtig, wenn man eine solche Differenzierung vornimmt. Es ist eine gemeinsame Solidarität, in der wir hier als Gesellschaft stehen. Das gilt auch für den Sport. Und übrigens, der Deutsche Olympische Sportbund nimmt das selbstverständlich auch so auf. Bitte an die Redezeit ein bisschen denken, lieber Herr Minister. Wir wollten uns, meine sehr geehrten Damen und Herren,
nicht für unser Programm feiern, wie es gesagt worden ist. Aber ich finde es angemessen, dass, wenn man sich darum kümmert, dass diejenigen, die unser Land hier zusammenhalten, dass die eine Unterstützung bekommen, dass man es wenigstens hier im Hessischen Landtag vor dem Haushaltsgesetzgeber, der das Geld dafür zur Verfügung gestellt hat, wenigstens einmal thematisiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 44 debattiert, und die Abstimmung findet ja vereinbarungsgemäß am morgigen späten Nachmittag oder frühen Abend statt.